Frau Dr. Schujok, Sie sind Zahnchirurgin hier bei Donaudental. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Zahnchirurgen und einem normalen Zahnarzt? Ein Zahnchirurg hat spezielle Ausbildung und vielleicht Zahnchirurgen haben mehrere Erfahrungen beim Zahnchirurgischen, also Eingriffe, also zum Beispiel Zahnentfernungen oder Implantation, Knochenaufbau. Also bei Implantation ist ein Zahnchirurg notwendig eigentlich. Also Ja, das ist besser, weil ja Implantation ist ein chirurgischer Eingriff und ja, muss man genau wissen, wie diese Behandlungen also gehen. Knochenaufbau, Aufbau, sagten Sie, ist auch ein chirurgischer Eingriff. Ja, Knochenaufbau auch. Was wäre jetzt zum Beispiel kein chirurgischer Eingriff bei der Zahnmedizin? Also zum Beispiel Zahnerhaltungskunde, zum Beispiel Füllungen oder Wurzelbehandlungen oder prothetische. Prothetische. Genau, das ist etwas ganz anderes als Zahnchirurgie. Prothetik? Was ist das jetzt im Vergleich zur Zahnchirurgie? Prothetik heißt, wenn wir einen Zahnersatz machen wollen, das heißt Prothetik. Und ja, vielleicht viermal für prothetische Arbeit muss man erstmal chirurgische Eingriffe machen. Zum Beispiel Vorher. vorher, genau. Also im Prinzip der Zahnchirurg macht Fängt die an. Vorarbeit Genau. und dann macht der Prothetik, Prothetiker, genau. macht dann weiter. Okay, und diese Ausbildung, Sie sprachen von einer speziellen Ausbildung, die Sie haben müssen. Wie lange dauert, also Sie müssen ein normales Zahnstudium machen, oder? Genau, erstmal ein normales Zahnstudium machen und dann mindestens für 3 Jahre eine spezielle Ausbildung, also in einer Zahnklinik verbringen. Und das normale Studium dauert wie lange? Dauert 5 Jahre. Das heißt, 8 Jahre 8 Jahre, genau. insgesamt bildet Genau, man bis aus. jemand, genau. Und dann, Sie haben Ihre Ausbildung, glaube ich, an der Semmelweis-Universität Genau, gemacht, oder? ja. Und da hatten Sie auch unterrichtet, oder? Oder deutsche Studenten gehabt? Ja, habe ich deutsche Studenten gehabt, und auch Englischstudenten und ja, ungarische Studenten auch. Okay, vielen Dank, Frau Dr. Schujok. Dankeschön.